Jeder kennt all die Fragen, die wir uns über unser Leben und unsere Zukunft stellen, die uns antreiben, Ideen zu entwickeln, um diese Fragen zu beantworten. Unsere Welt braucht Menschen, die an ihre Ideen glauben, besonders junge Menschen. Menschen, die ihre Talente nutzen, die lernen und sich ausprobieren möchten. Am besten in einem Umfeld, in dem man sich wohlfühlt. Mein Tag beginnt mit frühem Aufstehen, zur Uni radeln und einem Kaffee-Mokka in der Campus Suite. Was in Kiel natürlich super ist, ist, dass man, wenn man mal ein bisschen mehr Zeit hat, jederzeit einen Bus von der Uni zum Strand nehmen kann. Dass man mit dem Fahrrad alles so super erreichen kann. Dieses Unikino, die ganzen Uni-Programme, die so angeboten werden. Auf den Markt gehen und Fischbrötchen essen und mit der Fähre durch die Gegend fahren. Wohlfühlen bedeutet auch, Studium mit Freizeit, Hobby oder Spitzensport vereinbaren zu können. Das Schönste ist, wenn man morgens trainiert, da ist noch alles ganz ruhig und ich bin meistens recht früh draußen. Mit rund 23.000 jungen Studierenden in fast 150 Studiengängen leben und forschen an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel auch über 2.000 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Sie arbeiten mit den Einrichtungen der Spitzenforschung und geben jungen Menschen eine Perspektive, einen Weg in die Forschung und die Möglichkeit, neue Ideen gemeinsam zu entwickeln. An der Technischen Fakultät ist es so, dass man relativ dicht an den Professoren ist und dass immer ein guter Dialog zwischen den Studenten und den Professoren herrscht. Wenn man irgendeine Frage hat, findet man in Kiel auf jeden Fall immer jemanden, der einem weiterhelfen kann. Wir haben viele Geländeeinsätze, die wir nutzen, um Studenten mitzunehmen. Und den Studenten dann auch im Labor schon ein paar Techniken beizubringen, die sie so im Studium nicht mitkriegen. Die Herausforderung für uns ist es, hier die Leistungsfähigkeit der optoelektronischen Bauteile zu erhöhen. Und das wollen wir durch eine nanostrukturierte Oberfläche erreichen. Man hat als Student die Gelegenheit, an etwas Hand zu fassen, was dann später mal auf dem Mars herumfahren wird, zum Beispiel. Das heißt, diese Leute haben ein Projekt, sind in die Interaktion mit den Kooperationspartnern direkt mit eingebunden und können sich selbst wissenschaftlich auf diesen Gebieten verwirklichen. Wir befassen uns insbesondere mit dem bürgerlichen Recht in osteuropäischen Staaten und dem Wirtschaftsrecht an. Wir untersuchen eben Herzen auf Hypertrophie, also auf Vergrößerung. Ich arbeite mit chinesischen Nassreisböden. Mit den Forschungsschiffen fahre ich regelmäßig in die Weser und die Elbe. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir wünschen... Welcher Wunsch uns auch antreibt. Unsere Welt braucht Menschen, die an ihre Ideen glauben. Kiel bietet hierfür den richtigen Raum, um zu lernen, zu forschen und neue Ideen gemeinsam zu entwickeln. Die Leute sind super freundlich und ich mag das hier gerne.